meine Lieben, ich bin's, Irina aus dem Bastelzimmer. Heute noch mit etwas Herbstlichem. Weihnachten kommt bald, ganz klar, aber wir haben auch noch den wunderschönen Herbst, es ist Oktober und darum gibt es heute noch mal eine Herbstkarte von mir. Super einfach, wie fast immer bei meinen Projekten und ganz schnell nachzubasteln. Ja, und ich zeige dir jetzt im Video mal, wie das geht. Du benötigst eine Grundkarte. Ich habe hier den extra weißen, nein, den extra dicken Farbkarton in Flüsterweiß genommen, das A4-Blatt der Länge nach halbiert und in der Mitte gefalzt. So entsteht meine Grundkarte. In diesem Fall, ich mag das ja immer sehr gerne, zum Aufklappen nach oben. Da drauf kommt dann Karton in Waldmoos und diesen weißen Streifen nehmen wir dann, um den Gruß aufzustempeln. Wir starten mal mit dem Stempeln. Ich lege mir das jetzt mal so ein bisschen daneben. Und zwar habe ich hier im Hintergrund so kleine Pünktchen in Lindgrün. Und das Pünktchenmotiv, das ist aus dem Stempelset Herbstanfang. Das gab es ja bereits letztes Jahr im Jahreskatalog. Das sieht man auch hier an dem Branding, an der Deko hier oben. Die ist noch im alten Design. Die neuen Stempelsets haben ja jetzt hier oben dieses schwarze Design mit dem weißen Rahmen. Und hier drin ist dieser Mini-Stempel-Pünktchen. Damit stempel ich jetzt einfach mal so diagonal, ganz nach Belieben. Ein bisschen Muster auf. Du könntest auch die ganze Karte vollstempeln. Mir reicht es aber tatsächlich, wenn es dann halt links oben und rechts unten gestempelt ist. Darauf dann dieses Stückchen Karton befestigen. Dieser Karton hat eine Größe von 5,1 x 10,5 cm. Und ich orientiere mich jetzt mal so ein bisschen an meinem Muster. Und ich kann dir aber auch sagen, wie weit entfernt von oben ich das aufgeklebt habe. Das sind so circa 2,5 cm von oben. So, darauf kommt jetzt der weiße Streifen, der jetzt noch einen netten Gruß bekommt. Lieber Gruß für dich von Herzen. Das ist zu finden. Ich hatte es eben schon einmal gezeigt in diesem Stempelset Flockenfantasie hier drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier drin steht lieber Gruß für dich von Herzen. Und das stempel ich in Terrakotta. Kurz eine Probe machen, ob es gut eingefärbt ist. Sehr schön. Du könntest alternativ natürlich auch mit dem Stemperatus arbeiten. Es ist halt Übungssache, wie du gut klarkommst. Ne? Ist ja auch, wie gesagt, wie immer jedem selber überlassen. Das kann ich jetzt hier schon auch drauf befestigen. So nach Möglichkeit
dass die Abstände oben und unten gleichmäßig sind. Ich orientiere mich ja immer so ein bisschen hier an meinem karierten Papier. Jetzt sieht man da oben gar nicht mehr die Pünktchen. Das heißt, da stempel ich jetzt einfach noch mal ein bisschen nach. So, und jetzt als Deko habe ich verwendet Sinnlitz. Wir haben ein tolles Herbststempelset im Sortiment. Und zwar das Stempelset Herbstreigen. Dazu passend gibt es Sinnlitz. Und zwar, ich habe hier schon welche runtergenommen, Blätter, eine super schöne Bordürenranke und auch hier eine Stanzschablone, um so eine Wellenkante zu erzielen. Ich habe aber jetzt erstmal das Blatt genommen und zwar gibt es, ich habe das jetzt auch bereits schon ausgestanzt, es gibt so ein ganz detailliertes Blatt. Und dazu passend gibt es, ist schon wieder weg, genau, ich hatte das nämlich schon durchgekurbelt, damit es hier nicht so wackelt am Tisch, dazu passend gibt es ein Blatt, was halt nur ein Blatt ausstanzt, so. Aber das Besondere ist, wenn man die beiden ineinander legt, so ineinander, dann könnte man auch noch so ein Blattrahmen erhalten. Den habe ich jetzt nicht verwendet. Ich wollte es dir trotzdem gerne zeigen, damit du gleich mal siehst, wie vielseitig dieses Set ist. Denn man kann hiermit mit dieser Stanzform noch etwas machen, was ich zwar heute nicht zeigen werde, aber dazu kommt noch mal ein extra Video. Und zwar haben wir sogenannte Prägeauflagen im Katalog. Und damit könnte man unter anderem mit dieser Blattform einfach in das Papier hinein prägen. Ich halte es mal ganz dicht. Also das ist nicht ausgeschnitten, das kann ich auch nicht rausbrechen, es ist nur geprägt. Super coole Sache. Wie gesagt, kommt ein extra Video zu. Ich habe jetzt heute das hier verwendet und muss jetzt hier mal eben meine Kleinteile daraus machen. Ich habe jetzt meine, die drücke ich jetzt hier einfach mal raus. Ich habe jetzt die Schaumstoffmatte gerade nicht dabei. Aber die lassen sich wirklich leicht rauslösen hier mit der Prickelnadel. So, mal schauen, dass ich jetzt hier auch alles erwischt habe. Das sieht gut aus. Und jetzt klebe ich, ich biege mir das Grundblatt noch so ein bisschen. Man könnte auch die Ränder anrauen. Man könnte sie noch inken, also mit Farbe einfärben. Klebe es dann einfach hier so rechts in die Ecke. Wie gesagt, die Ränder können gerne ein bisschen hochstehen. Und genauso auch bei diesem Blatt mit der Lochmusterung. Da ist noch einer drin. Ja. Das klebe ich auch nur ein ganz bisschen hier in der Mitte fest.
So, fertig. Also eine wirklich schöne, sehr effektvolle Karte in Herbstfarben. Waldmoos, Terrakotta, das ist Mangogelb, gefällt mir super gut. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich auch zeigen, wie vielseitig das Stempelset mit den Stanzformen ist. Dieses Stempelset, das könnte man dann auch mit dieser Umrandung praktisch ausstanzen. Dann hätte man statt ausgestanzten Muster das Stempelmotiv drauf. Ja, das war's für heute, meine Idee zum Herbstkartenbasteln. Ich bin gespannt, wie sie dir gefällt. Falls sie dir gut gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und ja, abonniere doch am besten meinen Kanal. Wenn du dann noch die kleine Glocke aktivierst daneben, dann wirst du auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sage erstmal wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.